Pokémon Ecstasy! Wir sind wieder dabei. Was ich gucken wollte, ist... wie viel mein Vulcano... 106... Ich sage, ich gehe... Es... Man hat ja lesen können, bis Level 15 waren, glaube ich, die Pokémon. Und deswegen, ich gehe schnell meinen Pokémon trainieren bis Level 15, damit es sich entwickelt. Raupi in hohem Gras hätte sich wirklich was Neues erwartet. Naja. Sollte ein schnelles Training werden. Wenn sie gute EP geben, natürlich. Was Raupi natürlich nicht tut. Eigentlich. Und du hättest mehr EP geben können, auf jeden Fall, du EP-Geiz hättest. Richtige Geizhalse hier mit den Raupis. Hättest du nicht was anderes dazu packen können? Ah, neues Famicooler. Ah, ein gutes Pokémon. Was auf jeden Fall mehr Erfahrungspunkte geben sollte. Das finde ich schon mal wieder cool. Ja, was soll gleich mal tun? So, bitte ein paar mehr davon. Schon ein paar mehr davon. Und ein bisschen ein höher Level kann sie auch sein. Also im hohen Gras sollte man seltene Pokémon finden, eher. Da gebe ich dir den Tipp. Im dritten Part gibt es auch einen dritten Tipp. Oder wieder ein Tipp. Seltene Pokémon im hohen Gras, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu geben. Und Raupien so einfach ein kleinen Gras. Damit ein kleines bisschen Abwechslung ist. So. Gesagt. Blutzug zum Beispiel kann man im hohen Gras schon mal reinpacken, wenn es gute Erfahrungspunkte gibt. Guck ich mal gleich. Sicher jetzt gleich. Zwei im Schnee, ja. Wie viel brauchst du denn jetzt? 500 mindestens wahrscheinlich. Nein. Wie ich das kenne. 700, oh mein Gott. Ich mache eine Pause. Also, ich melde mich, wenn ich nicht mehr viel brauche, weil sonst würde, glaube ich, den ganzen Part strengen. Und ihr wollt nicht ein Part mit trainieren sehen. Also, bis gleich. Es gibt hier einen Support sogar. Nur mal kurz zu Andenken, mal gucken, wie viel das gibt. Ich hoffe, ein bisschen mehr wieder. Also, man sieht, es gibt hier viele verschiedene Pokémon und damit mute ich mich. Wenn ich wieder ein neues Pokémon finde, komme ich wieder dazu. Bis. Oder warten wir kurz. Toxipet habe ich schon gesehen. Okay, bis. Hier ist ein Liliba. Aus der zweiten Gen wieder. Wieder ein neues Pokémon, was sie hier antreffen kann im hohen Gras. Und es gibt nicht wirklich viel. Bis gleich. So, Leute. Es ist das letzte Pokémon und dann ist mein Vulcano Level 15. Endlich. Super effektiv. Es geht 120. Level 15. Und jetzt. What shook is evolution? Alter, sieht cool. Es sieht aus wie Digimon gerade ein bisschen. Schocki digitiert zu... Lol. Verarschen. Akani. Count your Shocky Evolution to Akani. Geil. Okay. Sind wir top fit? Und jetzt gehen wir zum Arena-Kampf. Oh na, oh, ein Neuling, mach dich bereit für eine Abreibung. Arena-Leiter Steve! Okay, das finde ich nicht lustig. Ich finde das gar nicht lustig, aber es ist tot. Ja, Kani hat keine Chance. Trotzdem finde ich das nicht lustig. Also du machst es... Nein. Nein! Das ist nicht dein Ernst! Brenn, du Bastard.
Er benutzt Härtner, bitte. Ist nicht dein Ernst. Nicht dein verdammtes Ernst. Tod, bitte, tot. Danke. Oh mein Gott. Danke. Ram. Nein. Aber das sollte schnell sterben. Hoffe ich mal. Du machst dich gerade über mich lustig, oder? Geht doch. Danke. Oh mein Gott. Nicht schlecht, du bist echt gut. Du hast dir den Orden verdient. Käferorden. Die Attacke bekommst du auch als Belohnung. Käferrotz. Trotz. Wir werden uns wiedersehen. Wahrscheinlich nicht, aber okay. Wie hat dieser Pisser es eigentlich geschafft, diesen Arena-Leiter zu besiegen? Mit diesem Pokémon. Haben wir hier alles gemacht? Gehen wir direkt weiter. Um ging es noch weiter. Mal gucken, wie weit es geht noch. Ja. Ich kann nichts zerschneiden, das ist mir schon klar, aber was jetzt? Anton, Anton, Anton. Machst du, wenn du ihn siehst, der Mats. Okay, das Haus ist in der Demo noch geschlossen. Ist noch geschlossen. Ah. Manchmal wünsche ich, dass ich fliegen könnte, aber leider kann ich es nicht. Wieso? Weil ich keine Flügel habe. Ich soll einen Flug vom Anfang und es fing an lassen. Glaubst du, ich gehe ein Risiko ein, mich verletzen bei dem Versuch, ein Pokémon zu fangen? Nein, das tue ich nicht. Du willst mir ein Pokémon fangen? Nein, so etwas musst du für mich nicht tun. Aber ich rede schon eine Weile. Ich muss mich eigentlich beeilen. Denn das Essen muss fertig sein, bevor meine Kinder nach Hause kommen. Tralalalalalala. Die Auswahl ist heute besonders gut. Okay. Der Prof hat gerade Zeit, geh ruhig rein. Hallo, ich bin Professor Eich. Um es kurz und knapp zu halten, ich arbeite an einer Zeitmaschine. Leider gibt es auf dieser Welt keine Zeitschneide mehr. Deswegen probiere ich jemanden ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit zu schicken. Aber nur für kurze Zeit wird es funktionieren. Ich möchte, probiere dich nach Kanto ungefähr 5 Jahre zurück in die Vergangenheit zu schicken. Nimm diesen kleinen Chip bitte und schlucke ihn herunter. Und schluck den Chip um. Sobald ich alle Einstellungen vorgenommen habe, wirst du automatisch nach Kanto geportet. Dort probierst du bitte Zerschneider zu finden. Um Zerschneider zu verwenden, musst du erst keinem Pokémon beibringen. Das geht gar nicht mehr, sobald du Zerschneider... Ohne Pokémon Zerschneider. Dann ein legendäres Pokémon. Okay. Ich bin gespannt, was du mir jetzt anbietest. Anton, Anton, Anton. Ich bin jetzt echt gespannt, was du. Dringend der Chip aktiviert ist. Scheint, als wäre Professor Eich fertig. Bist du eben nicht erst. Wieso willst du schon zurück? Bleib doch mal da und schau dich um. Ah, ja, ja. Wir sind der MSN. Wir halten nun schon seit knapp 1 Stunde am Hafen. Okay, hier sind Trainer. Das ist schön. Dass es hier auch Trainer gibt. Paula, Muschas. Nicht schön. Dass es hier nur Wasserbomben wieder gibt. Panzerschutz. Bliss. Panzerschutz. Bis. Und jetzt benutze ich einfach mal. Ist not very effective, aber es reicht.
Krabi. Bis. Flinch. Schön. Bis. Blubstrahl. Oh mein Gott. So stark ist es aber noch nicht. Gut. Bis. Ja. Du bist gut, danke. Ich bin auch der Endo. Okay. Hier ist wieder das gleiche Problem. Azumarill. Ich glaub's nicht. Bis. Blubstrahl. Ich glaube, das wird mein erster Tod. Wenn es so weitergeht. Pokémon. Auf jeden Fall wird es mein erster Tod. Ich hätte meinen Huwix trainieren sollen. Aber woher soll ich denn wissen, dass sowas passiert? Ah. Ja. Ich lasse mich sterben und trainiere meinen Huwix fürs nächste Mal. Do it, Chucky. Nimm die Bissattacke. Lupfstrahl. Ja, okay. Shock Effect, Endos out of Power. Keine Angst, ich kümmere mich um deine Pokémon. Übermut tut selten gut. So, das war's erstmal. Also, ich wollte bis zum ersten Onvisor nur testen. Es scheint ein interessantes Spiel zu sein. Also, ich wollte nur mal kurz. Also, bis zur Schneider, egal. Es sollten drei Parts. Es scheint ein sehr interessantes Spiel zu sein, finde ich. Nur. Wie soll ich sagen? Erstens. Zu leveln ist anstrengend, weil zu viele Raupis kommen. Bitte mehr Spaß da drin haben. Zweitens. Die sagen meistens den gleichen Text. Zu Beginn nicht, aber die Arena, das Schiff. Und da bitte ich einfach. Bring da ein bisschen Abwechslung mit rein. Bitte. Ich werde jetzt nicht weiter zocken, weil ich will mir nicht den ganzen Spaß für die Vollversion nehmen. Und ich merke, es wird lustig auf jeden Fall. Nur, ich bitte dich inständig. Ja. Ich bitte dich inständig. Was sollte ich sagen? Ich überlege kurz nochmal. Wartet kurz. Ich bitte dich inständig. Wie soll ich sagen? Mehr Flexibilität reinzubringen in den Spiel. Also mir macht Spaß. Watchcake kann ich gerne verlinken, wenn ihr wollt. Danke, dass ich das anzocken durfte. Ich finde es von der Idee her ganz lustig. Ich habe dir ein paar Tipps gesagt. Im Endeffekt ist es gut. Auch mit der Idee mit dem Zurückreisen finde ich sau lustig. Ist mal was anderes. Das mit dem seltenen Pokémon hättest du vielleicht lassen sollen. Vielleicht wäre dann so ein Artist Level 5 rausgekommen oder so. Das wäre genial gewesen. Da hätte ich wohl mich krank gelacht. Oder Angst am Anfang gehabt und dann krank gelacht. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zusammen. Was ich will. Er ist so eine Story dabei, so eine witzige Story. Es soll ja kein richtiges Pokémon darstellen, es soll ja so eine Verarsche sein, glaube ich zumindest, wie du es bis jetzt aufgebaut hast. Deswegen, ob du so selbst die Trainer verarschen kannst. Das mit League of Legends fand ich schon genial, also das war perfekt. Und mit dem Noob und so, das finde ich cool. Zum Beispiel, dass der NPC, ich, jetzt selber noch dazu redet, das wäre cool zum Beispiel. Sowas einzubauen. Du hast genug Zeit, um es einzubauen, ich weiß. Und es ist ja nur eine Demo. Ich meine so von Ideen her. Ich weiß nicht. Wenn eine Person dazu noch was sagen will, können sie sich ja jetzt muten oder so. Ich find's generell gut. Von der Idee her. Vom Umsetzen kann man es besser machen noch. Grafik ist es sehr schön aufgebaut. Die Route war gut. Viele verschiedene Käfer-Pokémon. Der Arena-Leiter hat mich erschreckt.
Was ich nice fand, der Rivale musst du ein anderes Bett reinkriegen. Ich sehe den Rivalen Gary. Und wenn du gegen ihn kämpfst, kommt das Bild auf einmal kurz vorm Rivalen aus der 5. Generation. Und wenn du gegen ihn kämpfst, siehst du dann wieder Gary. Da verstehe ich den Zusammenhang nicht. Und vielleicht gibt es auch ein Verbrecherteam oder so. Und du weißt, was ich meine. Ich verstehe da den Zusammenhang direkt nicht. Ja. Das war eigentlich zum Let's Test. Pokémon. Keine Ahnung, wie das heißt. X-Test oder so. Und ich find's gut gelungen. Bis zum nächsten Projekt, beziehungsweise bis zu Suikon. Diese drei Parts werden jetzt in 3 Tagen aufgeteilt. Den Montag, den 21., 22., Dienstag und 23. Sollten sie regelmäßig kommen und dann sollte es auch wieder zu Ende sein. Bis Suikon 2. Ciao, Leute.